Bei uns, bei mir heute das Rastrelli Cello Quartett. Ganz herzlich willkommen an vier. Ich spreche aber mit dem Kira Kravtsov. Und muss dazu sagen, Sie kommen alle aus Russland, spielen Cello, haben aber einen typisch italienisch klingenden Namen. Warum? Wie kam es dazu? Rastrelli. Wir kommen alle aus St. Petersburg. Und in St. Petersburg, das wichtigste Gebäude wurde von italienischem Architekt Bartolomeo Rastrelli gebaut in 1705, der Ermitage Winterpalast. Und deswegen also haben wir diesen Namen für uns genommen, weil jeder, der in St. Petersburg war, weiß, dass der Rastrelli war, der Architekt von Winterpalast. Ist aber wichtig, da ist ein R drin, Rastrelli, und hat nichts mit Rastelli, dem großen Künstler, dem Jongleur und Artisten zu tun. Jetzt spielen Sie alle Cello, allerdings spielen Sie Lieder, Kompositionen, die nie fürs Cello geschrieben wurde. Und Sie sind am Sonntag in München im Gasttag. Was bekommt man da zu hören? Wie muss man sich das vorstellen? Was kommt auf einen zu? Für vier Cello auf jeden Fall gibt es sehr wenig Musik, und das ist nicht unbedingt die beste Musik, weil es wurde eben nicht von den richtigen Komponisten geschrieben, aber sonst von Cellisten. Und ein guter Cellist nicht unbedingt ein guter Komponist. Deswegen haben wir entschieden, dass wir eigentlich nur die Musik, was uns am Herzen liegt, spielen. Und Sergio Drabkin, der macht immer die ganze Bearbeitungen, und wir werden im Gasteig Programm mit Motto Tonight Tonight, also die Nacht, spielen. Also Nacht auf die kahlen Bergen, Sommernachtraum, Night Train, Moonlight Serenade, also die ganze Crossover, was die Nacht betrifft. Okay, aber nicht Mozarts kleine Nachtmusik, oder? Nein. Kira, ich darf Sie schon mal bitten, Platz zu nehmen, denn wir wollen natürlich unseren Zuschauern von der Abendschau auch einen kleinen Eindruck vermitteln. Da haben wir vorher drüber gesprochen. Sie machen ja mit dem Cello quasi andere Instrumente nach, also aus Rock, Pop, Folk, Filmmusik und auch Klassik. Und wir haben uns verabredet, Sie machen uns jetzt mal ein Honky-Tonk-Piano nach. Oder wie das in Ihrer Interpretation klingen würde. Jawohl, hat man gleich den Eindruck, man ist irgendwie im Western, könnte auch Westernmusik sein. Genau. Als zweites, als Beispiel einfach mal ein Kontrabass. Bum, bum. Gut, wir hören gleich mehr, das Rastrelli Cello Quartett, nochmals ganz wichtig, am Sonntag in München, und dann am nächsten Samstag, das ist der 3. Oktober, Samstag in einer Woche, auf dem Residenznächten in Würzburg. Und jetzt spielen Sie extra etwas, was Sie quasi für uns vorbereitet haben, nämlich ein Medley aus den James Bond Filmmelodien. Bitteschön. Thank you.